Willkommen in Potters Bluff. Hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf Potters Bluff Reviews. Freunde des Trash sind heute richtig gut aufgehoben. Alle anderen sollen lieber abschalten, denn hier gibt's die Full Slip Collection von Killer Clowns from Outer Space. Wen dieser Titel nicht abschreckt, der sollte jetzt unbedingt dranbleiben, denn ihr seht ja eine wunderschöne Edition eines doch, sagen wir mal, einer Perle des Horror-Komödien-Genres. Und hier in der wunderschönen Full Slip Edition. Ich hole mal das T-Book raus. Sein Art neues Label hier, PBS, ich weiß nicht genau, was es bedeutet, ich hab's vergessen. Aber das ist ihr erstes Release hier. Die haben sich eine Unlizenz gekauft, so ähnlich wie Filmarena, und die haben das Arrow-Steelbook sich geholt und haben dazu einen wunderschönen Schuber gemacht. Hier eine richtig schön dicke Prägung, hier, wie ihr seht. Hintergrund fliegt das Popcorn durch die Kante. Und hier, das ist auch nochmal rausgeprägt. Sehr schön detailliert auch. Schöner Druck. Auf der Seite natürlich auch, wie ihr seht. Killer Clowns from Outer Space. Und hier, auch sehr schön. Das ist auch komplett geprägt. Cool gemacht. Kann man nichts sagen. Hier mit einer Abwandlung des der Tagline von Alien. In space no one can get ice cream. Ich krieg's gerade nicht scharf, aber nicht so schlimm. Ihr habt es ja gehört von mir. Hier sieht man es nochmal. In space no one can get ice cream. Das auch nochmal leichter haben und lackiert. Dann kommen wir zum Steelbook. Das ist bekannt. Das ist das von Arrow. Hatte ich aber noch nicht. Den Film habe ich sowieso noch nicht gehabt. Und habe ich mir gedacht, hier, ich stehe auf so 18 Jahre und wenn es dann noch so ein bisschen trashig ist, warum nicht? Hier haben wir die Credits. Ein sehr Arrow-typisch natürlich ein sehr mattes D-Book hier, aber sehr cool gemacht. Ja, wenn ich das hier mal scharf kriegen würde, wäre ich dieser scheiß Kamera wirklich dankbar. Ja, sie schafft es wirklich. Oh, sie hapert. Nein, es geht. Hier haben wir nochmal die Credits. Und dann machen wir das Ganze mal auf. Und natürlich darf die obligatorische Limitierungskarte nicht fehlen. Wir haben hier Release Nummer 1 von BBS. Und ich habe hier Nummer 201 von 300. Und hier haben wir wie so eine Art Stoffsticker drauf. Richtig cool gemacht. Coole Idee. Hier nochmal das Logo des neuen kleinen Labels. So, dann haben wir das Steelbook. Mit einem sehr schönen informativen Booklet. Hier eine Art Vorschau, was bei Arrow noch rauskam. Hier kam gerade Mark of the Devil raus. Wie gesagt, ist schon ein älteres Steelbook. Das war hinten angebracht und hier haben wir nochmal einen schönen Indruck. Ach ja, hier auch, so ist sehr cool. Hier nochmal das Label-Logo in einem sehr schönen, dicken, ledrigen Aufkleber, den habe ich hier drin gelassen. Den muss ich mir überlegen, ob ich den noch hinkleben könnte vielleicht. Hier haben wir dann die Blu-ray und die DVD und den Indruck. Sehr cool mit dem Logo hier, wie ihr auch seht. Sehr schön gemacht. Hier haben wir dann, wie gesagt, dieses Booklet. Klein, aber fein. Ja. Das ist natürlich ein absolutes Arthouse-Projekt. Nein. Aber ich glaube, ihr werdet mit diesem Film Spaß haben. Hier haben wir dann nochmal das, was hinten auf angebracht war. Da könnt ihr auf Stopp drücken. Könnt lesen, was hier Arrow-typisch natürlich sehr schön remastert worden. Jo. Das war's dann auch schon eigentlich. Hier kann man zu nichts mehr sagen weiter. Wirklich im wahrsten Sinne, das war das nicht. Zu dem Film auch nicht. Den muss man einfach gehen lassen. Hier, wie gesagt, mit diesem schönen Stofflimitierungskarte gefällt mir besonders gut. Und ja, schöne Edition meiner Meinung nach von Killer Clowns from Outer Space. Hier im Full Slip von PBS Release Nummer 1. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben und geht nicht in den Zirkus, denn ihr wisst, wer da lauert. Macht's gut!